Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Wir sind wieder mit etwas mehr FTL am Start und unterwegs auf der Brave. Unter dem Kommando von Captain Klongo 0815. Und ja, also wir haben hier eine relativ gute Bewaffnung und hoffen, dass wir noch einige Schiffe ausschalten können. Interessanterweise im Sultan-Sektor bisher wenig Sultan-Schiffe getroffen. Das ist das zweite. Und er hat einen Glaive-Beam, wenn ich das richtig sehe. Dann schießen wir ihm doch direkt mal hier auf die Schilde. Gut, da war schon mal ein schöner Treffer dabei. Ups, nee, halt, stopp. Mr. Buga und Trollem, meine Türsteher, die gehen mal hier rüber. Machen ihn dort mal platt. Gut, Schilde sind ausgeschaltet. So. Na komm. Sultans mit Goldangriffskill, ein sehr seltener Anblick. Schieß mal rein. 47 Scrap gab es dafür. Ja, den Scrap Recovery Arm, den haben wir im letzten Teil gefunden. Sehr, sehr sinnvoll. Oh, ich muss mal gerade meine Tür zumachen. Es zieht. So, auf geht's. Zurück in den Raum hier. Yeos, du musst geheilt werden. Ich hoffe ja immer noch drauf, ein relativ schwaches Schiff zu treffen. Um dort dann direkt mit der Hull Missile, dem Burst Laser und dem Crystal, dem Heavy Crystal Mark I, direkt alles zerlegen zu können. Aber meine Hoffnung scheint vielleicht gar nicht erfüllt zu werden. Was sehr, sehr schade wäre. Wir holen uns noch 2 Punkte Power, die wir in die Engine stecken können. In die Engines. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen sparen für den letzten Sektor. Da brauchen wir nämlich auf jeden Fall einen Cloak. Das wäre schon sehr gut. Ja, schieß mal hier drauf. Schieß mal hier drauf und schieß dann mal hier drauf. So, das machst du mal aus. Gut. Das läuft. Hehe, und da haben wir ihn. Und da gab es jetzt aber nicht viel für. Distress Beacon. Aber das ist nicht gut für uns, der ist zu weit weg. 2 Raketen für 2 Drone Parts mache ich, ja. Achso, gib mir mal die Hull Missile wieder. Oh, nee. Das hier ist echt kacke. Asteroid Field. Ah, Moment mal. Asteroidenfeld. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da gar keine so schlechte Figur machen. Das gucken wir uns an. Die Frage ist nur... Ja, doch, komm, wir machen es so, ja. Und hier, Ionensturm, da ist wahrscheinlich auch eine Schiffsbegegnung. Wir gucken mal. So. Nummer 1. Nummer 2. So, dann sind die Schilde schon mal runter. Jetzt machst du mir das mal aus, gehst mir ein ganz klein bisschen weniger Evade und machst mir noch eine Anti-Ship-Drone, dann müssten wir ihn eigentlich sehr schnell haben. Ja, sieht gut aus. Gut. Bitte mehr Power hier rein. Und weiter geht's.
Oh, das ist die Sultan Great Eye. Da muss ich mal gerade gucken, wie das nochmal war. Da kann nämlich irgendwas Böses passieren. Ich habe schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ganz, ganz, ganz lange habe ich schon nicht mehr FTL gespielt. Und da muss ich mal gerade im FTL-Wiki nachgucken. Okay, entweder man findet einen Healing Burst, man kann gegen ein Schiff kämpfen, eine große Anzahl an Scrap oder man verliert ein Crewmitglied. Tja. Sollen wir es riskieren? Ich will es eigentlich nicht riskieren, aber wir machen es mal. 56 Scrap. Cool. Okay. Ja, dann hierhin. So, und die interessante Frage ist jetzt, sollten wir hier rüber? Sollten wir hier rüber fliegen? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal noch den Beacon hier an, ob es hier was gibt. Na klar. Oh, und wir finden Crewmitglied. Serima, ein Reparatur-NG. Bleib mal hier, denn hier sind die ganz, ganz, ganz vitalen Systeme. Und du gehst mal ein Feld dann weiter rüber, denn hier sind auch ganz vitale Systeme. Gut, ich sage, wir riskieren es. Wenn wir, Moment, 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 wir machen mal die Schilde kurz aus. Wir powern die Engines mal auf 1 runter. Wenn wir jetzt rüber jumpen, dann müsste ja unser Weapon Pre-Igniter noch an sein. Jawohl. Ja, okay, cool. Wir haben sogar noch ein Crewmitglied gekriegt. Matt ist jetzt auf unserer Seite. Sehr nice. Dann können wir auch zum Exit. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Nächster Sektor. Das ist ein. Das wird schwierig. Entweder der Sultan-Sektor oder der Sultan-Sektor. Ich sag, wir nehmen den Sultan-Sektor an. So, momentan bei 5 Minuten Aufnahmezeit ungefähr, also noch genügend Zeit für euch, hier etwas mehr FTL sehen zu können. Ich will ja den Cloak haben, ein bisschen reparieren und vielleicht was verkaufen. Habe ich irgendwas an Equipment dabei? Nö, ich habe gar nicht so viel zu. Ich habe eigentlich gar nichts zu verkaufen. Dann will ich den. Dann will ich, dann will ich, dann will ich. 1, 2, 3. Da mache ich vielleicht einen Jump zu. Ja. Ja, wir versuchen das mal so rum. Oh, ich habe vergessen, meine Schilde aufzuladen. Das ist natürlich nicht so gut. Stopp, stopp, stopp. Ja. Jetzt halt mal ganz schön die Füße still, ja? Der Hull-Missile erstmal hier rein. So. Da. Das Ding hier rein. Und nichts getroffen. Sehr geil. Okay, schön. Dann brauchen wir die Defense Drone. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen beten. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben getroffen. Tja, das wird nicht so gut. Da hatte irgendwie unser Dings hatte. Irgendwie wurde unser Schuss abgeschossen. Ich sehe gerade, mein Sauerstoff ist aus. Letztes Mal passiert, habe ich das erst gemerkt, als meine Crew schon komplett erstickt war. Das war natürlich ultra geil. Oh, das hat Scrap gegeben, ja. Jetzt sollten wir mal hoch. Jetzt sollten wir hoch. Ich schlage vor. Ja, doch, ich muss zuerst zu dem fliegen. Ach, ist ärgerlich. Jetzt wird mir ein Schiffsbeacon durch die Lappen gehen. Ja, den Cloak. Natürlich. Deswegen bin ich hier hingeflogen. Und den ganzen Fuel nehme ich auch. Das ganze Fuel nehme ich auch mit. Lohnt sich da irgendein Upgrade momentan? Ich glaube eigentlich nicht. Der einer Cloak, der langt meistens. Vielleicht halt noch einen Punkt Power kaufen oder sowas.
Das können wir auch erstmal so machen. Das ist eigentlich jetzt schon eine ziemlich mächtige Kombination, die wir hier haben. Ja, ich hätte gerne noch eine andere Waffe irgendwann mal gekriegt, aber das schaffen wir nicht mehr. Automated Reloader, das wäre noch ganz cool gewesen. Und noch ein Scrap Recovery Arm wäre auch cool gewesen. Ja, aber dann, wenn das so ist, dann nehme ich nur den ganzen Fuel mit. Und dann jumpen wir mal weiter. Fette Bewaffnung für das Teil hier. Glaive Beam, Rakete, Ionenblaster, schon übel. Wir müssen zuerst auf jeden Fall mal hier drauf schießen. Okay. Das ist jetzt ganz gut. Das kannst du ausmachen. Warte mal, der hat auf uns geschossen. Dann tarnen wir uns mal gerade. Warten, bis der Cloak abgelaufen ist. So, dann können wir jetzt hier schießen. Gut, okay. Die Rakete hat es natürlich überlebt. Dann scheint es eine Lito zu sein. Ah ja, er macht den Ionenblaster an. Sehr, sehr gut. Optimal für uns. Nicht so optimal für ihn. Nee. Shit, der hat seine Schilde so schnell wieder aufgeladen. Fuck. Ist er natürlich wieder mit seiner schrottigen Rakete da unterwegs. Ja, den musste ich jetzt riskieren, den Treffer. Ah ne, ich hatte Tarnung. Oh shit, das habe ich ganz übersehen. Was gibt's hier? Asteroidenfeld. Schalt hier nochmal um. Gucken wir es uns mal an. Ich glaube, im Asteroidenfeld machen wir keine so schlechte Figur. Oder doch? Na, dann cloaken wir mal gerade, um unsere Waffen ein bisschen schneller aufladen zu können als er. Türsystem ist jetzt nicht so wild, aber ich schicke mir gerade meine Reparaturcrew dahin. So, da haben wir uns jetzt leider etwas teuer den Strukturpunkt hier durch seine Rakete erkaufen müssen. Gut, Schilde sind ausgefallen, Pilotsystem ist ausgefallen, er hat ein Crewmitglied verloren. Okay. Ich kann jetzt hier leider keine Upgrades an meinem Schiff durchführen. Schade. Gut. Gehen wir hier unten lang. Ach, jetzt habe ich die falsche Bewaffnung gewählt. Okidoki. Der will mich jetzt natürlich boarden, ist klar. Er hat eine fette Bewaffnung, auf jeden Fall. Ich sage, wir machen dies, dies und dies. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade die Crew irgendwie ein bisschen doof dahingestellt. Dann mach doch mal Folgendes. Ja, auf jeden Fall muss der Crystal-Fritze hier rein. Ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Moment mal. So, du hast doch die Lockdown-Ability. Nein! Ich bin so ein Trottel! Er hat es genau in dem Moment, hat er die Tür durchbrochen, als ich den Lockdown aktiviert habe. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Scheiße. Scheiße. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt den... ob ich das jetzt noch abschalten, ausschießen kann, bevor er mir hier meine Crew wegplättet.
Ja, du gehst natürlich auf Tarnung. Dankeschön. Dankeschön. Okay, hat ja gerade nochmal geklappt. So, jetzt muss natürlich Klonge wieder hier hoch und ihr repariert. Ja, der trifft halt. Ja, klar, das ist halt doof. Aber ich kann nichts anderes machen. Du musst wieder hier rüber. Ich habe es halt echt blöd gemacht gerade, aber gut. Ich muss ja irgendwie meine Crewmitglieder retten. Sehr, sehr, sehr fatal das Ganze. Volle Möhre da reinschießen, bitte. Ich krieg die Defense Run wenigstens noch rechtzeitig. Mal der Matt, der geht auch noch mit darunter. Kann sich schon mal hier direkt wieder in die Matt Bay begeben. So, da tarnen wir uns mal, dann können wir die wenigstens komplett knüppeln. Der hat jetzt, das hat jetzt ziemlich weh getan. Ich weiß, da habe ich echt keine gute Figur gemacht. Das Schlimmste war vor allen Dingen, dass ich das so verpeilt habe mit dem Lockdown. Also meine Idee war halt hier, die Luft rauszulassen, den Lockdown anzumachen. Dann sind die hier eigentlich gefangen und können nicht raus. Ja, selbst Schuldgönner, dumm gemacht. Also wirklich echt... Gut gefailt. Das hat mich jetzt viele Punkte bei der Hüllenstabilität gekostet. Jetzt muss ich schauen, dass ich einen Store finde. Nochmal. Also ich meine, da waren schon echt ein paar heftige Treffer dabei. Gut, mit der fetten Rakete hat er halt ultra reingehauen, ist halt klar, ne? Ah, Mann, ey. So, okay, wie machen wir das? Ich schlage vor, ein Punkt hier für mehr Antrieb. 180 ist mir noch zu teuer. Den Cloak nochmal hochpushen. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Denn mit dem Dreier-Cloak können wir unsere kompletten Waffensysteme fast nochmal aufchargen. Also wenn wir haben halt den Weapon Pre-Igniter, dann gehen wir in den Cloak, dann können wir die Waffen nochmal aufladen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Wir machen das mal so. Ich probiere es jetzt mal aus. So, fertig, basta. Nächster Beacon ist hier. Ach, du auch, mein Sohn Brutus, ja. Okay. Gut. So, du machst das Ding da mal gerade aus. Fuck you. Ich sag nur echt fuck you. Da wartet der da noch. Entschuldigung, da wartet der noch ganz hämisch mit seinem bekackten Power Ultra Überlaser. Nee. So. Mein Cloak ist nicht da. Ich brauche jetzt auf jeden Fall die Defense Drawn. Sonst bin ich mich echt geliefert. Oh Mann.
Es tut mir leid. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Hat sich ja ultra gelohnt. Ja, wir müssen halt da runter. Ach, ich habe wieder vergessen, die Waffen umzustellen. Und Klonge muss ich noch ein. Autsch. Was hat denn der da? Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was er da hat. Hallo, Defense Drone. Schießt du das Ding da auch mal bitte ab? Seht ihr das? Vanguard. Ohne Witz. Hier rüber. So, Watermelon muss wieder hier hin und Matt kann schon mal hier rüber. Hallo? Seht ihr das? Der ist jetzt momentan mit 2 Boarding Drones unterwegs. Dann mach mir die schrottige Defense Drone aus, aber zack, zack. Tarn dich mal weg, wir laden jetzt die Waffen. Du gehst hier rüber. Hier geht. Nee, warte mal. Matt geht hier hin. I know, I know. Charge gerade sein FTL. Wahrscheinlich ist er schneller fertig als ich. Deswegen akzeptiere ich den Scheiß. Langsam. Boah, ich ärgere mich gerade so. Zwei Boarding Drones und ich konnte sie nicht abschießen mit der Defense Drone. Das war mir echt neu, also früher ging das. Vielleicht haben sie es mittlerweile echt rausgepatcht, aber früher hat die Boarding Drone, die Defense Drone die Boarding Drones abgeschossen. So, du gehst hier hin, ihr geht hier hin. Und wir jumpen. Finden wir noch? Ich mache jetzt einen ganz unsinnigen Jump. Aber vielleicht finden wir hier oben noch einen, ich habe schon wieder vergessen Klonge zu heilen. Vielleicht finden wir hier oben noch eine Repair Station. Was will ich mit den Data Stores? Es bringt mir nichts. Ja, ich muss in den nächsten Sektor. Es ist der Last Stand. Und ich muss ganz schnell eine Repair Station anfliegen. So, Klongo, ab hier zum Heilen. Wo ist die Musik? Ich habe gerade keine Musik. Na egal, wir sind im nächsten Part wieder da, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bitte alle Fails zu entschuldigen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.